Willkommen zu den Disney News. Wir haben viele coole Themen für dich und los! Es ist soweit. Am 20. November startet die Zeichentrickserie von Baymax. Ja, ihr habt richtig gehört. Keine 3D-Animation, sondern richtig cooles und cutes Zeichentrick. Die Serie startet exklusiv auf der Disney Now App und auf dem Disney XD Channel in den USA. Und für alle, die traurig sind, dass sie nicht in den USA leben, ab dem 24. November wird es auf dem Disney XD YouTube Channel wöchentlich jeden Freitag Mini-Clips aus der Zeichentrickserie geben. Also stay tuned, ich glaube, das wird sehr süß und lustig. Zusätzlich erscheint am 20. auch eine coole Baymax-App. Und zwar wird das ein personalisierbarer Personal Assistant, mit dem man sprechen kann. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freut ihr euch darauf? 2019 soll eine High School Musical TV-Serie erscheinen auf Disneys eigener Streaming-Plattform. Die soll so ähnlich funktionieren wie Netflix. Man weiß nicht, ob es eine Realserie wird oder eine Cartoonserie. Man weiß auch nicht, ob es neue Charaktere gibt oder ob überhaupt die Alten wieder da sind. Und wir haben kaum Informationen dazu, aber wir zeigen euch, was wir haben. Und das ist das. Richtig coole Neuigkeiten für Königreich für ein Lama. Und zwar wird im Februar 2018 Funko Pop Figures von Königreich für ein Lama launchen. Yes! Bei den Figuren dabei sind Cusco als Mensch, Cusco als Lama, Pacha, Gronkh und die ich auf jeden Fall haben muss, Yzma! Ich will unbedingt eine Yzma haben. Yo, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches der drei Themen euch am besten gefallen hat. Und ja, wenn ihr irgendwas Neues für uns habt, schreibt gerne auch in den Kommentaren und gebt ein Like, lasst ein Abo da und bis nächstes Mal. Vielen Dank.